Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ultimate Team mit unserer südamerikanischen Auswahl. Und ja, zweites Spiel wie gesagt. Und wir spielen gegen einen, der auch das erste Spiel gewonnen hat. Mal gucken, was uns da erwartet. Und ich teste nebenbei immer noch mein neues Schneide- und Renderprogramm. Da die Renderdatei aber immer was groß ist, habe ich jetzt auch noch Handbrake heruntergeladen, um das dann zu komprimieren. Also gebt mir noch ein bisschen Zeit, wenn die Videoqualität noch nicht optimal ist. Ich arbeite dran. Cavani arbeitet hier auch am ersten Schuss. Jetzt mein Gegner wieder. Flanke. Das war ja wohl nichts. Nochmal ich. Nochmal Cavani. Nee, Falcao war es, oder? Aber Torwart hält gut. Und so gibt's. Nee, Torwart. War wieder ein Sprung, glaube ich. Ja, der sieht gut aus. Alexis Sanchez muss es machen mit seinem linken Link nochmal quer. Und Falcao mit links in die Torwart-Ecke. Wie abgezockt ist das denn bitte? 1:0. Mein Gegner, Riesenchance, Aguero. Aber wir haben auch einen guten Torwart. Wir haben einen guten Torwart. Ecke. Kommt. Und da ist es drin, da ist es drin. Oscar, der kleinste, trifft. Hat mich sehr geärgert, weil Oscar ist 1,20 Meter groß, wenn überhaupt. Und macht hier das Kopfballtor gegen zwei Mann. Das ist doch. Und er lässt die Wiederholung natürlich zweimal laufen. Aber habe ich mir gedacht, okay, wenn er die Wiederholung zweimal laufen lässt, wenn ich das nächste Tor schieße, dann mache ich das auch. Vielleicht kommt ja jetzt schon das nächste Tor. Cavani, Cavani, Courtois hält. Super Torwart, kann man nichts sagen. Bleiben am Ball? Nein, doch nicht. Nächste Chance. Abgeblockt. Aber wir haben den Ball noch. Alexis Sanchez, auch das abgeblockt. Und so hat er die Chance. Roch nach Abseits hier. Das roch schwer nach Abseits. Aguero liegt quer. Und wir kriegen das irgendwie halbwegs unter Kontrolle. Ich sehe hier gerade in der Vorschau auch ganz schlecht, weil immer ruckelt und hängen bleibt und pipapo. Sprung, Falcao mal auf Außen, liegt in die Mitte. Hernanes bleibt cool und senzt den da oben rein. Erneute Führung für uns. Schön von Hernanes da und Falcao auf den Außen. Kann man auch mal machen. Legt ihn dann quer rein, eher hibbelig und ich eiskalt. Kennt man von mir gar nicht, oder? Und damit ist auch Halbzeit. Wir führen 2:1 zur Halbzeit. Alles läuft nach Plan, wunderbar. Die bessere Mannschaft führt. Das heißt, die bessere von den Spielern her. Nicht unbedingt, aber von den spielerischen her. Und dann kommt Lavezzi in die Partie für Cavani. Weiter geht's. Nochmal quergelegt. Und da ist es. Wieder Alexis Sanchez. 3:1. Das sollte es doch jetzt gewesen sein, oder? Das riecht doch schwer nach Vorentscheidung. Das riecht auch nach Essen hier. 3:1, nächste Chance, guter Schuss, aber Courtois ist da und hält das Ding. Die anschließende Ecke gucken wir uns, glaube ich, auch noch an. Aber die bringt natürlich ausnahmsweise mal nicht viel ein. Stattdessen nächste Chance, wieder wir, Flanke, Kopfball daneben. Ich wollte hier die ganze Zeit auf Pause drücken, welchen Spieler wechseln wollte. Kam aber nie dazu. Nächste Chance. Fernandinho. Schuss, aber der war nicht so gut. Schon wieder drücke ich zu spät auf Pause. So geht das mit dem Wechsel nichts. Und deswegen hat er die Riesenchance gehalten. Dann kriege ich den Ball nicht geklärt und Adrian Ramos. Dann ausgerechnet Adrian Ramos mit dem 2:3. Kriege ich den Ball einfach nicht geklärt. Jetzt gar nicht die Szene richtig gesehen, weil sie die ganze Zeit hängt. Nochmal Flanke von ihm, Aguero. Das gibt's doch nicht. In der 90. Minute 3:3. Der hatte doch nur 3 Chancen und macht wieder 3 Tore. Es ist doch zum Ausflippen manchmal. Natürlich lässt er die Wiederholung wieder 100 Mal laufen. Ja, mein Freund, freu dich nicht zu früh. Man sollte mich nicht provozieren. Jetzt komme ich nämlich mit dem letzten Angriff. Foul von ihm, foul von ihm. Und Fernandinho hat viel Platz. Fernandinho hat viel Platz. Na dann, bringt er die Flanke. Und der Fried, der sagt einfach, Dankeschön, dass er dem Fernandinho schön Platz lasst. Ich mach den dann mal rein. Auch gegen zwei Mann, kein Problem für mich.
Und so steht es dann hier verdient 4:3. Hätte er gewonnen oder unentschieden geholt, wäre das auch unverdient gewesen. Und das habe ich dann schön laufen lassen, damit er auch spürt, wie das ist, wenn man mal 100 Wiederholungen von so einem unwichtigen Tor bekommt. Er wollte natürlich nochmal angreifen, war jetzt ein bisschen sauer, aber das lasse ich nicht mehr zu. Und so gibt es für uns den verdienten Sieg. 4:3, zweites Gruppenspiel gewonnen. Wieder mal gewonnen. Und damit sage ich, liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ich habe jetzt auch einigermaßen die Videoqualität im Griff. Und ja, es wird natürlich immer noch besser. Dauert halt immer so ein bisschen, bis man sich an neue Programme gewöhnt. Und ja, lasst trotzdem einen Daumen nach oben da. Teilt es mit euren Freunden. Und wenn ihr kein Video von uns wollt, lasst einfach ein Abo da. Und